Hey Leute, bereits ist es schon wieder Freitag und es gibt eine neue Folge von Football Valentino. Ich bin sehr überrascht gewesen, wie viele Leute der Rhabarber Basilikum Eistee von letzter Woche nachgekocht haben. Sind alle mega super begeistert gewesen. Und darum habe ich mir gedacht, ich könnte die Kombination eigentlich weiterführen, aber das mal in einem Dessert verpackt. Das heisst, heute gibt es ein wirklich sehr kreatives Dessert von mir. Ich habe mir lang den Kopf darüber zerbrochen, in welcher Form, dass ich das machen könnte. Bin jetzt aber zum Entschluss gekommen, das Ganze doch etwas anders zu machen. Ich sage euch mal, was wir dazu brauchen. Wir brauchen frische Rhabarber. Wir brauchen frische Basilikum. Dann brauchen wir Gin. Süßholz. Das kennt ihr vielleicht noch aus eurer Kindheit, wenn ihr in die Apotheke gegangen seid und so einen Süßholzstängel bekommen habt. Ein bisschen Weisswein. Äpfelsaft. Sauren Halbrahm. Und dann noch ein paar Buttergutzli Crumbles. Gut, ich zeige euch jetzt Step by Step, wie es geht. So, als erstes möchte ich mit euch den Espuma machen. Und zwar wird das ein Suram Gin Espuma. Dazu brauchen wir den Gin, Suram. Vorher habe ich euch bereits wieder eine Zutat unterschlagen. Rahm. Und ebenfalls noch ein bisschen Zucker. Ich tue euch am Schluss des Videos immer noch alle Mengenangaben unten im Video verlinken. Das ist jetzt eigentlich ganz eine einfache Sache für den Espuma. Da werden einfach alle Zutaten miteinander vermischt und dann in Easybläser gefüllt und kalt gestellt. Um das alles zu verrühren, nehmen wir jetzt am besten einfach ein Schwingwasser und dann das einfach so lange rühren, bis der Zucker einigermaßen aufgelöst ist. Und dann stellen wir das ab in den Kühlschrank. Gehen wir zum nächsten Komponent, das ist Süßholz. Ich möchte gerne ein Süßholz-Gelee machen. Dazu werde ich dann noch so ein Bindemittel benutzen, das nicht so üblich ist. Sollte man aber im Fachhandel können bekommen. Dazu brauche ich jetzt ein Weisswein. Den tue ich jetzt so in eine kleine Sauteuse rein. Das muss nicht mal allzu viel sein, weil es geht wirklich um den puren Geschmack vom Süßholz. Jetzt müssen wir das Süßholz schön verbrechen in kleine Stück. Legt das hier zum Weisswein rein. Und dann das auf ganz kleiner Flamme hier auf dem Herd ein bisschen köcheln lassen. Abgebunden wird unser Süßholz Weisswein-Gelee nachher mit Agar-Agar. Das ist ein Bindemittel aus Algen. Das heisst, es ist beispielsweise auch verträglich für Vegetarier, Veganer. Es ist ein sehr starkes Bindemittel. Das heisst, es braucht nicht viel, um eine Bindung können zu erzeugen. Dazu aber später mehr. Jetzt gehen wir auch bereits schon zu unserem nächsten Komponent. Und zwar ist das der Rhabarber. Ich habe den jetzt auch wieder frisch besorgt, wie letztes Mal. Auch der ist jetzt auch noch ziemlich dreckig, ihr seht es da, da kleben noch irgendwelche Blätter dran. Was jetzt auch wirklich wieder wichtig ist, den Rhabarber waschen, oben, unten beim Strunk abschneiden. Und was wir heute auch noch werden machen, ist die obere Schicht mit dem Sparschäler wegschälen. Weil ich koche aus dem ganzen Kompott und dann ist es einfach umso wichtiger, dass die kleinen Fasern, die da drin enthalten sind, wie beispielsweise auch
bei einem Fenkel oder in einem Stangensellerie, dass die einfach nicht mitgekocht werden, weil es schon ganz unangenehm zum Essen. Ihr könnt das Ganze auch zum Beispiel mit einem kleinen Röstmesser so abziehen, wie ich das jetzt mache. Das geht auch. Aber für euch daheim ist es vielleicht einfacher, das Ganze mit dem Sparschäler zu machen. Den Rhabarber habe ich jetzt soweit gerüstet, damit wir ihn gerade schneiden können. Und zwar tue ich die Stängel halbieren und schneide möglichst gleich grosse Würfel ab. Ich schneide die relativ gross, sodass nachher noch eine gewisse Struktur in diesem Kompott ist. Für den Kompott nehme ich mir hier so einen Topf zur Hand. Nochmal ein bisschen Zucker, damit es nicht allzu sauer wird vom Rhabarber, weil der Rhabarber hat ja doch eine gewisse Säure. Dann würde ich sagen, wechseln wir gerade mal schnell über an den Herd. Jetzt tun wir hier den Topf erhitzen. Auf mittlere Stufe. Geben hier den Zucker rein. Dann geben wir auch gerade schon den Apfelsaft dazu. Jetzt lassen wir das Ganze zu einem Karamell köcheln und nachher geben wir dann den Rhabarber dazu. Ich tue dann eben zu, bis wir jetzt unsere Karamell haben, mal den Basilikum zupfen. Und zwar zupfe ich da die grossen Blätter weg und die kleinen, so wie die hier, die lasse ich mal noch, weil die können wir später noch brauchen, um unseren Teller zu dekorieren. So, dann nebenzu kommen wir jetzt unserem Karamell schon etwas näher. Das ist jetzt soweit fast eingekocht. Wir wollen es nicht zu fest einkochen lassen. Darum geben wir jetzt den Rhabarber hier dazu. Es soll ja noch ein bisschen Flüssigkeit vorhanden sein, um den Rhabarber weich zu kochen. Dann geben wir den Basilikum dazu. Das stellen wir hier auf kleine Stufen und lassen das hier so ein bisschen vor sich anköcheln. Da gebe ich noch den Saft von einer Limette in unseren Barber Basilikum Kompott für die extra Portion Frische. So, was wir jetzt machen, ist unser Süßholz oder unser zukünftiges Süßholzgelee abpassieren. Weil wir wollen ja nachher abbinden mit dem Agar-Agar. Und das Agar-Agar ist ein Bindemittel, das nicht funktioniert, wenn eure Flüssigkeit heiß ist. Das ist nicht wie Gelatine oder Maizena zum Beispiel. Wenn ihr Gelatine verwendet, dann ist ja eure Flüssigkeit über Temperatur zumindest schon mal, damit sich die Gelatine auflösen kann. Genauso beim Maizena. Beim Agar-Agar ist es genau umgekehrt. Man tut das in die kalte Flüssigkeit einrühren und erst dann aufkochen. Wenn ihr das jetzt in die heiße oder warme Flüssigkeit reintut, dann stockt es sofort, sobald es in Kontakt kommt mit der Flüssigkeit, und dann gibt es Klumpen. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen durch und durch schöne, gleichmäßige Konsistenz haben. Also abpassieren und ab damit in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit hat jetzt da unser Kompott auch schön geköchelt und ist soweit weich. Das ist wunderbar. Die Flüssigkeit von unserem Süßholzgelee ist jetzt schön kalt aus dem Kühlschrank. Und jetzt müssen wir das Ganze mit Agar-Agar abbinden. Wie ich vorher schon erwähnt habe, Agar-Agar ist ein ziemlich starkes Bindemittel. Und es funktioniert nur, wenn die Flüssigkeit kalt ist. Jetzt ist es so,
Es braucht nicht viel, um die gewünschte Bindung zu erreichen. Jetzt habe ich hier mal meine Flüssigkeit auf die Waage da. Das sind 34 Gramm. Das heisst, ich werde ca. 2-3 Gramm vom Agar-Agar jetzt hier dazu tun. Weil, wie gesagt, die Bindung ist recht stark, auch schon bei wenig Agar-Agar. Und jetzt wird, um die gewünschte Bindung zu erreichen, das Ganze einfach aufgekocht. Und zwar unter ständigem Rühren. Jetzt tun wir das nochmal abkühlen und dann schauen wir, wie die Konsistenz ist. Weil es kann natürlich sein, dass jetzt die Bindung ein bisschen zu stark ist, weil daheim hat man ja meistens nicht so eine genaue Küchenwaage. Ich habe jetzt noch ganz wenig Apfelsaft dazugegeben und das Ganze nochmal aufgetönt und vermixt. Jetzt habe ich es in meinem Spritzbeutel und tue es hier in so ein kleines Fläschchen abfüllen, damit ich nachher, wenn es darum geht, einen Teller anzurichten, das sauber dosieren kann. So, passt genau rein. Ich habe jetzt die ganzen Zutaten im Kühlschrank bereitgestellt. Hier schon mal anfangen, ein Rezept aufzuschreiben. Ich werde jetzt dann bald schon losfahren zu meinem Kollegen, dort ein paar Sachen noch besprechen. Das alles nehme ich mit und dann richten wir zusammen einen geilen Teller an. So, wie ihr seht, ich habe jetzt die Location gewechselt. Das ist nicht mehr die Küche von mir daheim. Wie ich euch gesagt habe, ich bin beim Roger. Und habe jetzt noch schnell Dessert mitgebracht. Wir haben heute ganz interessante Sachen besprochen. Dürft ihr sicher gespannt darauf sein, was da noch alles rauskommt. Ein wunderschön angerichteter Dessert. Und jetzt möchte ich hier am Roger, wo ich als Gast bin, gerne mal noch zum Probieren geben, damit er kann sagen, wie das Ganze schmeckt. Hallo, hallo. Ein Koch im Freundeskreis, das muss man haben. Also probieren wir es doch mal. Alles miteinander am besten, oder? Genau, am besten ein bisschen kombinieren. Ja, sehr gut. Muss ich sagen, ich bin gar nicht so Fan von der Barbe normalerweise, aber das ist absolut genial. Wolle, gerne wieder mal. Super. Ja. Ich kann es jetzt kurz fertig essen. Ich darf wieder mit dem Wolle reden. Ja gut, das freut einem doch, wenn wir so positive Resonanz haben. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis bald.